Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, ich dachte mir, dass ich euch heute vielleicht mal an einer Musikproduktionssession von mir teilnehmen lasse. Ich möchte ganz ungezwungen einfach mal auf den Bauch hören und gucken, was hierbei rauskommt. Weiß noch nicht, welches Genre ich hier mache, habe überhaupt nichts vorbereitet dafür und lasse die Kamera einfach mal mitlaufen. Das kann allerdings ein Stückchen länger dauern und deswegen habe ich mir überlegt, gibt es hier in diesem Video auf YouTube einen kurzen Zusammenschnitt davon. Die Highlights präsentiere ich euch also hier und wer das komplette Video sehen möchte, der kann das auf meinhomestudio.de hier oben unter diesem Link komplett nachvollziehen, wen die Details interessieren. Starten wir mal direkt in Cubase. Okay, ich lade mir mal die Addictive Keys von Excellent Audio hier rein. Das sind wunderschöne Rhodes hier, dieses Mark I. Oder wir spielen irgendwas in C-Moll. Das klingt schön warm von der Stimmung her. Okay, vielleicht ein bisschen rhythmischer. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Das ist schön. Schön. Okay, machen wir uns einen Loop draus. Was könnten hier an Drums drin sein? Ein ganz sanftes Schnipsen, das uns einfach hier immer Offbeat, bisschen Rhythmus dazu gibt. Und das mal layern damit. Okay, eins davon ziehe ich ein bisschen vor. Oh ja, das klingt gut. Mit dem Rest zusammen. Unbetonten, diese auf den Swing-Zeiten, die mache ich ein bisschen leiser als den Rest, damit die Betonung ganz klar auf den Achteln und C-Zeiten sitzt. Okay, jetzt mache ich jedes diese Elemente ein kleines Stückchen kürzer, außer die allerersten, und möchte die jetzt per Zufall ein bisschen nach vorne und hinten versetzen lassen. Da stelle ich hier 7 Ticks Zufall ein und deaktiviere das Raster und quantisiere die ein bisschen nach vorne und hinten. Klingt viel natürlicher so. Ich würde mal über eine Orgel nachdenken zum Beispiel. Contact, die Vintage-Orgeln. 2 Takte vor und dann direkt einspielen. So habe ich den genannt. Der klingt so. Der Zwitschertisch. Okay, den auf Takt 17. Und dazu von Rise and Hit
So ein kleiner Swoosh-Sound an der Stelle, das wäre klasse. Und jetzt viel leiser. Lang ausklingende Glocken, die uns in den Höhen so ein richtiges Glänzen dazugeben. Ich schau mal in Complete Control, weil ich keine Ahnung habe, mit welchem Plugin ich die gerade machen möchte. Sowas. Und die ganz hohen Höhen weg. Das gefällt mir gut. Okay, damit ist eine Skizze entstanden. Und ich glaube, dass ich jetzt, gerade in meinem jetzigen Stadium, diese Skizze nichts wirklich Helfendes mehr hinzufügen kann. Ich brauche hier an der Stelle eine kleine Pause, ein bisschen Abstand davon und werde mich in den nächsten Tagen nochmal ransetzen und schauen, was daraus wird. Ja, ich lasse euch auf jeden Fall wissen, wenn es dafür was Neues gibt. Wenn ihr die komplette Produktion dieses Beats sehen wollt, hier oben auf meinhomestudio.de gibt es das Ganze am Stück. Ja, und ansonsten gibt es noch zu sagen, freut euch auf nächste Woche Freitag, denn nächsten Freitag gibt es ein großes Event hier auf dem Kanal. Es gibt einen ganz großen Kurs-Release, auf den ihr euch freuen könnt. Ich ja, würde reinschalten nächste Woche, wenn ich hier wäre. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut.